Entschuldigung? Ich bin auf der Suche nach der Liebe des Lebens. Darf ich dir diese Rose schenken? Danke. Was machst du hier? Ich bin, wie gesagt, auf der Suche. Zu mir? Ja. Das ist echt süß. Luisi auf YouTube? Ja, genau. Einmal. Dankeschön. Auf Kamera hier an. Ist auch alles auf YouTube, ja? Ist es jetzt gerade? Jetzt gerade, ja. Genau, in dem Moment. Hallo und willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ich werde mich heute auf die Suche nach der Liebe meines Lebens machen. Dafür habe ich hier schon eine Rose montiert und ich werde heute Rosen verschenken und dabei hoffentlich meine Traumfrau finden. So, wir fahren natürlich erstmal los und schauen uns gleich erstmal das ganze Chaos hier an. Denn heute ist immer noch eine komplette Eskalation bei mir in der Stadt am See. Wie ihr da vorne in der Ferne vielleicht schon erahnen könnt, sind dort wieder einige Menschen unterwegs. Heute ist immer noch Party überall, wohin man geht. Und ja, es wird sicherlich eine interessante Erfahrung heute. Und die meisten Menschen, denen ich heute begegnen werde, werden betrunken oder zumindest angetrunken sein. Aber vielleicht erleichtert uns ja das ein wenig, die Partnerin für mein Leben zu finden. Entschuldigung, kann ich dir diese Rose anbieten? Nee, danke. Alles klar. Ich verbringe den ganzen Tag draußen. Okay, schönen Tag noch. Es ist immer noch der 1. Mai. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann schaut es euch unbedingt an. Ich habe eine Blume für euch da. Wirklich? Wirklich? Ehrlich? Ja, ehrlich. Dankeschön. Gerne, schönen Tag noch. Die haben sich richtig gefreut, das war süß. Aber war halt nicht ganz mein Type und deshalb müssen wir weitersuchen. Einen wunderschönen guten Tag. Daher sind sie, ja? Hallo, ich bin... Wer bin ich? Wer ist dieser Mann? Handelt es sich hierbei tatsächlich um den erfolgreichen Twitch-Streamer und Trackmania-Legende Lakastober? Kritiker vermuten, dass es sich möglicherweise um ein billiges Double handeln könnte. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Wer sind Sie denn? Sind Sie dieser nicht Rizzy? Ich bin dieser Rizzy, ja. Nicht Rizzy? Nein, also ich bin nicht Rizzy, ja. Sind Sie neu hier? Ich bin neu in der Gegend. Kannst du mir ein bisschen was zeigen hier? Ja, da vorne ist die Möwe. Gold ist da benutzt? Natürlich. Ach, wollen Sie mal pusten? Yo, ich boah, gerne, ich würde super gerne mal pusten. Ja? Aber also, wir pusten. Liam, willst du auch Alkohol jetzt machen? Wir pusten jetzt. Wir pusten. Ja, auf jeden Fall. 0,8 Promille oder was? Ja. Das ist ja noch viel zu wenig. Ist ja viel zu wenig. Moin. Nein, Spaß. Müsste reichen. Nein. So wenig? 0,7 Promille hat der Herr. Auch noch viel zu wenig. Wollen Sie vielleicht eine Rose? Ich suche heute nach der Liebe meines Lebens. Ach so. Aber ich glaube, Sie haben Ihre schon gefunden, oder? Ja, genau, genau. Die haben wir auch schon. Alles klar. Schönen Tag noch. Aber ich weiß nicht, die da unten auf dem Steg. Welche meinen Sie? Irgendeine. Die gucken Sie so elektrisierend an. Okay, ich probiere mein Glück, ja? Entschuldigung. Ich bin heute auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Ist jemand von euch Single? Alle nicht? Okay. Ja, Freunde, das hat mal wieder wunderbar funktioniert. Nämlich gar nicht. Scheiße gelaufen. Da habe ich mich wohl vertan. Möchtest du die deiner Freundin schenken? Aber natürlich, wir sind heute auch zufällig ein Jahr zusammen. Ehrlich? Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Red Bull. Ihr habt mir letztes Mal vergessen, das Geld zu schicken. Diesmal bitte schicken. Okay, Freunde, das war doch noch mal eine wilde Aktion zwischendurch. Aber an mein Ziel hat es mich leider immer noch nicht näher gebracht. Das Schwierige ist natürlich auch immer, eine Frau zu finden, die alleine ist oder ohne Freund zumindest. Ja, weil viele sind natürlich auch mit ihrem Freund hier oder in einer sehr großen Gruppe oder auch einfach viel zu jung. Ist das ein geiler Tag heute, Mann? Ich glaube, das ist wirklich einer der schönsten Tage in diesem Jahr. Es ist wirklich eine hammer geile Stimmung heute. Ach ja. Oh, Olaf! Was geht? Hallo! Hallo, guten Tag! Ich bin gerade auf der Suche nach der Liebe meines Lebens und ich verschenke Rosen an Frauen. Da wirst du im Festivalverfahren auf jeden Fall finden. Olaf. Aber du weißt, dass wir nicht lang fahren lassen. Ja. Gut.
Danke. Okay, also hier ist der besagte Park. Ich weiß halt nicht, wie weit ich gehen kann, ohne dass die Polizei mich gleich rausfischt. Aber ich würde sagen, ein bisschen kann man noch. Ich suche doch einfach nur nach der Liebe. Und die Leute sind hier alle besoffen. Das kann doch nicht sein. Ich suche doch einfach nur die Liebe des Lebens. Das Problem ist, hier sind halt auch total viele 16-Jährige. Ich bin Rizzy. Wer? Rizzy. Rizzy auf YouTube? Ja, genau. Einmal. Dankeschön. Ist es auf Kamera hier? Ist auch alles auf YouTube, ja? Ist es jetzt gerade? Jetzt gerade, ja. Genau, in dem Moment. R-I-Z-Z-Y. Oder? Ja? Ja? Ehrlich, kennst du mich? Ja, ja. Oha. Geile Karre, Digga. Ja, dankeschön. Was ich gerade sagen wollte, das Problem ist, hier sind halt sehr viele 16-, 17-Jährige und da ist natürlich nicht die Liebe meines Lebens mit dabei. Und das ist ganz schwierig dann zu schätzen, ob eine Person schon 18 ist oder nicht. Und das ist das heutige Problem beim Finden der Liebe meines Lebens. Daran hätte ich auch vorher denken können, aber wir schauen gleich nochmal. Servus. Entschuldigung, wollt ihr diese Rose haben? Nein? Eine Rose? Sehr gerne. Entschuldigung? Ich bin heute auf der Suche nach der Liebe des Lebens. Okay, schönen Tag noch. Entschuldigung? Ich bin auf der Suche nach der Liebe des Lebens. Darf ich dir diese Rose schenken? Danke. Was machst du hier? Ich bin, wie gesagt, auf der Suche. Zu mir? Ja. Das ist echt süß. Ja, komm doch wieder am Wochenende. Ich komm auch. Perfekt, wir sehen uns. Willst du die wieder haben? Oh, das ist so süß. Okay, Freunde, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir es noch schaffen, tatsächlich eine potenzielle Partnerin für mich zu finden. Aber wir haben es noch zum krönenden Abschluss gebracht. Deshalb würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Genießt die Zeit. Rizzy out.